darf ich vorstellen die kabellose Überwachungskamera Argus 2 der Firma Reolink. Konsequent weiterentwickelt und verbessert präsentiert sich die Argus 2 statt mit Batteriebetrieb nun mit einem Akku. Damit aber nicht genug, durch ein separates Solarpanel kann der Akku jetzt völlig autark wieder aufgeladen werden. Wer mein Video zur Argus 1 verpasst hat, kann das jetzt oben rechts nachholen. Für alle anderen, los geht's wie immer nach dem Intro. Die Firma Reolink hat mit der kabellosen Überwachungskamera Argus bereits in der ersten Version gezeigt, wie einfach Videoüberwachung heutzutage sein kann. Kleiner Wermutstropfen an der Argus 1 waren leider die Folgekosten durch den Batteriebetrieb. Und genau hier hat Reolink jetzt angesetzt. Die Argus 2 wird mittels Akku betrieben, welcher nicht fest verbaut ist, sondern auf der Rückseite eingeschoben wird. Dabei handelt es sich um einen 5200 mAh Akku mit Samsung-Zellen, welcher eine Laufzeit von 4 bis 6 Monaten ermöglicht. An dieser Stelle geht Reolink allerdings noch einen Schritt weiter und bietet ein separat erhältliches Solarpanel an. Mit diesem Panel kann die Argus 2 dann komplett autark betrieben werden. Out of the box bekommt ihr mit der Argus 2 gleich zwei Wandhalterungen sowie eine dünne Silikonhülle. Dazu den üblichen Papierkram und Montagematerial. Als Ladekabel liegt ein Micro-USB-Kabel bei, solltet ihr die Möglichkeit des Solarpanels nicht nutzen wollen. Wenn ihr euch für das Solarpanel entschieden habt, erwartet euch im Lieferumfang neben dem Panel selbst eine 360-Grad-Halterung, natürlich inklusive Montagematerial. Für die Inbetriebnahme muss nicht viel gemacht werden. Nachdem ein sonniges Plätzchen gefunden wurde, muss lediglich das Micro-USB-Kabel des Panels an der Argus 2 auf der Rückseite eingesteckt werden. Fertig! Sobald nun ausreichendes Licht vorhanden ist, wird der Akku der Argus geladen. Was erwartet euch nun aber mit der Argus 2? Ihr habt auch hier wieder die Möglichkeit, mit vollen 1080p per Smartphone-App auf das Kamerabild zuzugreifen. Alternativ kann über den verbauten Peer-Bewegungsmelder überwacht werden und bei erkannter Bewegung schickt euch die App eine Push-Nachricht aufs Display. Ein Zugriff mittels Browser ist leider immer noch nicht möglich. Ihr seid hier also auf jeden Fall auf ein Smartphone angewiesen. Dank verbauter Infrarot-LEDs ist auch bei Dunkelheit eine Sichtweite von ca. 10 Metern möglich. Sehr praktisch hat sich im Alltag die Magnethalterung erwiesen. Die Kamera kann so sehr schnell und einfach montiert werden und bei Bedarf auch im Winkel verändert oder anders positioniert werden. Auch die Argus 2 ist natürlich wieder wind- und wetterfest und kann damit im Innenbereich sowie auch im Außenbereich gleichermaßen eingesetzt werden. Fairerweise muss man allerdings sagen, das alles konnte die Argus 1 auch schon. Lohnt sich also ein Upgrade überhaupt, ist dann wohl eher die Frage. Wenn ihr bereits eine Argus 1 besitzt, lohnt sich ein Upgrade für euch nicht wirklich. In diesem Fall solltet ihr vielleicht lieber in Akkus investieren und die Argus 1 dann damit betreiben. Wer noch keine Argus besitzt und sich Gedanken über einen eventuellen Kauf macht, sollte sich für die Argus 2 entscheiden. Das Solarpanel könnt ihr bei Bedarf auch später dazu kaufen und euer Set so erweitern. Wichtig in dem Zusammenhang, das Solarpanel kann ausschließlich mit der Argus 2 verwendet werden. Abschließend ist es schön zu sehen, dass die Firma Reolink weiter an ihren Produkten feilt und diese verbessert. Die Argus 1 und 2 sind bereits seit einiger Zeit bei mir im Dauereinsatz und haben auch bei Tiefstemperaturen von minus 10 Grad in der Nacht einwandfrei und ohne jegliche Ausfälle funktioniert. Sehr positiv ist mir immer wieder die Zugriffszeit in der App aufgefallen. Bekomme ich eine gemeldete Push-Nachricht bei Bewegung, ist innerhalb weniger Sekunden nach meiner Betätigung das Kamerabild auf dem Display zu sehen. Das Ganze sowohl aus dem Mobilfunknetz als auch aus dem WLAN. Eine gute Verbindung ist hier natürlich vorausgesetzt. Ich kann euch die Argus 1 sowie auch die Argus 2 damit wirklich empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach einer kabellosen Überwachung seid. Kauflinks packe ich euch wie immer in die Videobeschreibung. Wenn noch Fragen offen sind, ab damit in die Kommentare, ich helfe euch zeitnah weiter. Ich hoffe, ich konnte euch in eurer Kaufentscheidung etwas weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über ein Abo freuen. In diesem Sinne, ich empfehle mich, adios!